ihr eigentlich überhaupt, dass ich T-Shirts mache? Jetzt sprich, oder irgendwas anderes Cooles, weil ich will die auch so ein bisschen cool designen. Dann lasst einfach mal ein Like, ein Daumen to the Top, Freunde, ein Daumen to the Top da. Hey, meine lieben Freunde, und willkommen zu einer weiteren Folge Craft Attack. Und ich bin alleine aus dem Grunde. Jetzt muss ich wirklich schnell viele Informationen an euch bringen. Viele wissen ja, dass mein Mischpult im Arsch ist und mein neues ist heute leider nicht angekommen. Das heißt, es wird morgen kommen. Das heißt, es kann sein, dass es ausgeht. Deshalb wird diese Folge relativ kurz ausfallen. Ich hoffe, das Mischpult geht auch in dieser kurzen Zeit nicht aus. Ich habe auf Twitter den Hashtag Frage gesetzt, dass ihr mir viele Fragen stellen könnt, und nur mal kurz für euch mal erwähnen, dass ich nur die Fragen sehe, die wirklich mit dem Hashtag Frage gekennzeichnet werden. Nur die sehe ich, weil ich das so bei TweetDeck sortiert habe, und da kommen schon die Fragen rein. Ich habe schon eine Idee, wie ich die Höhle hier ein bisschen schöner machen kann. Ein netter Zuschauer oder Zuschauerin, tut mir leid, ich weiß es leider nicht mehr, hat mir gesagt, ich soll einen kleinen See hier machen. Das sieht dann ein bisschen schön aus und das will ich auch ein bisschen versetzen. Deshalb fange ich auch direkt an. Draußen ist es nur Tag geworden. Ich habe mich gewundert, warum ich jetzt gerade tote Skelette höre. Falls trotzdem in dieser Zeit mein Mensch kaputt gehen sollte, werde ich einfach einen Cut setzen, bis es wieder geht. Oh Mann, dafür gibt es heute höchstwahrscheinlich ein zweites Video, was auch sehr kurz sein wird, aber immerhin, ne? Habt ihr dann eure tägliche Dosis Petrit gedeckt? So, ich guck mal auf TweetDeck. Da waren ein paar interessante Fragen. Zum Beispiel von Valerie. Frage her, wie stehst du zu Tattoos? Müsstest du dir auch mal eins oder ist das nichts für dich? Ich finde Tattoos eigentlich relativ cool. Früher habe ich die gehasst wie sonst was. Ich denke, ich werde mir irgendwann mal ein Tattoo machen. Aber bis dahin hat das noch ein bisschen Zeit, weil ich finde, so ein Tattoo sollte gut durchdacht werden, weil das ist etwas, was man für sein Leben lang behält. Und ich halte auch nichts davon, ich mache mir ein Tattoo und lasse es mir dann weglasern. Ich meine, das ist eh mega teuer, aber wenn man sich ein Tattoo macht, dann sollte man es auch für die Ewigkeit tragen. So, das ist falsch. Was ist dieser Bug da? Egal. Ich tue jetzt den Amboss hier. Da. Und das. Na. So, da, das da. Und dann zack. Und dann zack. So, dann wollte ich, dass ein bisschen mehr Platz ist. Und hier. Guck mal, wieder. Kannst du ein Instrument spielen? Fragt Alicia. Ja, ich habe 7 Jahre Klavier gespielt. Ich möchte auch mal ein Video bringen, wo ich Klavier spiele. Wenn ihr das wollt, ne? Lasst mal ein bisschen so Kommentare da, ob ich das machen soll. Ein bisschen Klavier. Und ja, warte, was haben wir denn noch? Wie lange du mal Crystal Mass? Bla bla bla. Bla bla bla. Magst du Pilze? Ja, ich liebe Pilze. Also zum Essen. Schreibt jemand, Lina Brauer. Frage, dir ist schon klar, dass du auf Twitter immer noch PetritLP heißt, oder? Also ich heiße ja Petrit Shakiri, das ist ja mein richtiger Name, und dahinter @PetritLP, aber dieses glaube ich, kann man nicht ändern. Ich weiß nicht, ich glaube, das geht schon, aber muss gucken, wie man das ändern kann. Also Simon hat ja seins ja geändert in Unge, das heißt, mal sehen. Aber ich glaube, dafür habe ich auch nicht die mega Reichweite, dass ich das so in Kraft setzen kann. Von daher, ja. Gestern, ne, kam ja eine Folge online mit Felix, wo seine Mutter, die Mutter von Felix, Rotpilz, kennt ja meine Videos. Und die findet dieses mega cool. Und dann hat die auch gestern in der Folge gesagt, hat ja auch gesagt. Und ohne Witz, dieses Ganz ehrlich, Freunde, ich überlege mir schon seit sehr langer Zeit, gestern wurde ich auch auf Twitter gefragt, ob bald mal Merchandise von mir kommt, weil ich noch kein Merchandise habe. T-Shirts, unter anderem wird da irgendwie ein Muster sein. Ich weiß aber noch nicht genau, wie ich das designen soll. Wollt ihr eigentlich überhaupt, dass ich T-Shirts mache, jetzt sprich oder irgendwas anderes Cooles, weil ich will die auch so ein bisschen cool designen, dann lasst einfach mal ein Like, nicht eine positive, nee, ein Daumen to the Top, Freunde, ein Daumen to the Top da. Wenn ich T-Shirts rausbringen soll, dann werde ich mich auf jeden Fall dran setzen und ein Design entwerfen. So, ist das ein bisschen zu weit? Ja, ist ein bisschen zu weit. Ein Design entwerfen, das wir zusammen bestimmen werden. Also ich werde das dann etwa entwerfen. Und auf Twitter werde ich dann einfach ein paar Muster zeigen und dann entscheidet ihr,
welches wir nehmen. Oder ob wir einfach alle nehmen, je nachdem, wie wir Bock drauf haben. Wie gesagt, ne, zeig das mir mal mit deinem Daumen, da kann ich nur daran, dann sehe ich halt nur, ob ihr das wollt oder nicht, ne? So, ist das hier voll, das ist voll geil. So, dann machen wir hier so einen kleinen Wasserfall. Zack und zack. Also ich brauche unbedingt Lianen, das ist, ich will das unbedingt noch richtig schön machen, aber naja, wir gucken mal bei TweetDeck. Da hat jemand gefragt, boah, ich finde das nicht mehr. Oh, so viel. Irgendwas mit Musik, was ich für Musik höre, habe ich gesehen. Ich finde es leider nicht mehr. Auf jeden Fall, also Musik. Was für Musik höre ich? Ich höre sehr wenig Deutschrap. Ich höre viel Eminem, Wiz Khalifa. Also die ganze amerikanischen schwarzen Musik. Also wirklich so Meek Mill, Kendrick Lamar, also Wiz Khalifa. Ich wollte Wasser holen. Wie lange nehme ich denn schon auf? Ich habe wirklich Angst, dass mein Mensch spoilt. Ich muss gleich auch. Tut mir leid, dass ich die Folge so früh beenden muss. Aber mein Mensch wird gleich den Geist aufgeben. Ich sehe es schon. Halt die ganzen schwarzen und halt ein bisschen albanischen Rap. Den finde ich auch richtig cool. Ja. Also eine albanische Sprache ist auch relativ gut zum Rappen gedacht. Also geeignet. Und ja, das höre ich so. Tech 9 höre ich auch sehr gerne. Kennen wahrscheinlich die wenigsten von euch, aber ja. So, TweetDeck, was sagst du mir denn? Was soll ich heute für eine Frage nehmen? Wie bist du drauf? Blablabla. Wann hast du Geburtstag? 31. März. Dachtest du dir schon mal, man habe ich gut aussehende Fangirls? Ja, dachte ich mir mal. Soll ich schon mal ein neues Wasser? So, zack. Oh, so. Wasser, Freunde. Oh, tut mir leid. Ich dachte, mein Mischpult kommt wirklich heute an. Dann könnte ich richtig gute Folgen machen. Ich habe mich mega gefreut, aber mein Gott, Thoman, bitte bringt mir das Mischpult. Aber es wird wahrscheinlich morgen kommen. Dann kommen morgen wieder coole Videos. Und ich denke mal, die Qualität des Mikrofons gerade ist auch nicht so brillant, weil das Mischpult wirklich im Arsch ist. Ich habe das schon seit 4 Jahren. Und ja, mittlerweile hat das keinen Bock mehr auf mich. Soll ich das so lassen? Dass, naja, hier darf noch keine Bewegung herrschen. So, hier darf auch noch keine Bewegung herrschen. Hallo? Da muss das voll... Ah. So. Seerosen fehlen, aber die habe ich dabei. Und so, jetzt sieht es doch irgendwie recht schön aus. So, haben wir denn noch irgendwelche Fragen? Und dann hat noch jemand gefragt, wie ich auf Erhe gekommen bin. Ich habe mal mit Revi in der Folge recht lange her so gelacht, dass es sich so angehört hat. Und dann hat er mir irgendwie geschrieben, mach das mal als Begrüßung. Und so kam es halt dazu. So, ich würde sagen, wenn euch die Höhle ein bisschen mehr, also ein bisschen schöner, also wenn die euch gefällt. Patrick, wie konntest du eine 3 oder eine 2? Was hatte ich in Deutsch nochmal? Weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall hatte ich keine 4, kann ich euch jetzt sagen. Wie konntest du das überhaupt schaffen? Egal. Alter, das ist das mega verbuggt. Wenn euch die Höhle gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Wir Minecraft, das sind die größten Like-Gammler. Wir sind Hurensöhne. Ich liebe euch. Wenn ihr T-Shirts wollt, droppt ein Like da. Like mein Leben. Like das. Boah, Junge, wir Minecrafter mutieren voll so hart Tutorials. Was ist los, Mann? Früher haben wir uns immer den lustig gemacht und jetzt sind wir nicht viel besser dran. Na, egal. Das Mischpult ist noch nicht ausgegangen. Das heißt, die Folge geht... 8 Minuten, komm, das können wir heute verkraften. Und wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, oh mein Gott, das ist voll der Fluch. Boah. Haut rein, Freunde. Tschüss.